Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem Herrn hinter mir gesprochen, mit dem Albi. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Und in der heutigen Folge bekommen wir mal wieder eine neue Anweisung mit noch einem neuen Auftrag. Ich liebe es. Übe in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Achso, die Zinnen, ja gut, da führt er mich dann hin. Habe ich dann ja in der letzten Folge festgestellt. Übe in der Nähe des Cambridge-Turms das Fliegen. Da würde ich aber ehrlich gesagt sagen, dass wir das vielleicht zusammen machen könnten mit die Konkurrenz wegfegen. Ich würde jetzt trotzdem gerne erstmal die Pulso bekommen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die drei Besen, die aber hinter uns sind. Also ich laufe genau in die falsche Richtung. So. Ach, nein! Ich habe aus Versehen auf die Katze geklickt. Hallo, Kitty. Ich glaube, sollte ich jemals eine Katze bekommen, was unmöglich ist eigentlich, weil ich eine Katzenhaarallergie habe, würde ich sie Kitty nennen. So oft, wie ich das jetzt schon gesagt habe. Hallöchen, wir Hallo, kennen uns. schön Sie zu sehen. Ach, das war die Frau mit der komischen Stimme. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Das bin ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Wie können Sie einem Kobold trauen? Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren, seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Aber jetzt sind Sie Freunde. Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, möchte ich mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein, auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Ich habe jetzt den Einspruch, der ist mir jetzt noch in Erinnerung geblieben. Ich habe es nicht ganz verstanden, dass sie eine Hexe ist und kein Zauberer. Natürlich ist sie eine Hexe. Sie ist eine Frau. Also alle Frauen sind ja Hexen. Oder haben die mit ihr irgendwie telefoniert und deswegen wegen dieser komischen Stimme jetzt gedacht, die ist ein Mann oder was? Keine Ahnung. Also den Spruch habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Wissen Sie, woran Ranrock und Rookwood gemeinsam arbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten, aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Okay. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen, ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Das ist immer wichtig im Leben, Unterstützung. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß Natürlich, nicht, womit das Sie sich machen solch wir. mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte passen Sie gut auf sich auf. Aber irgendwie sieht die ein bisschen komisch an den Schultern aus, fällt mir gerade so auf. Alle haben so voll die Schulterpolstern, wie jetzt die Dame neben mir, oder ich bin halt auch so normal, ne, so breite Schultern. Und die sieht irgendwie aus wie so ein Dinosaurier. Also, das hat sie jetzt irgendwie, vielleicht liegt es auch am Kragen oder so, aber die ist ein bisschen seltsam gebaut, finde ich. Also gebaut von den Machern jetzt, nicht von der Statur generell her. Moment, war da gerade was?
Ah, ne, das ist draußen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass es oben ein... irgendwo ein Schloss gab. Wo bin ich denn hier? So, das ist nur so eine kleine Kammer. Okay. Jetzt können wir ja Schlösser öffnen. Jetzt können wir ja mal gucken. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal irgendwie übersehen. Sehr schön. Haben wir die auch schon mal? Revelio. Da sehe ich ein Schloss. Im Wirtshaus Eberkopf. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Das kenne ich auch noch. Ja, Stufe 1. Perfekt. Hallo, Homura. Revelio. Da ist noch so einer. Sehr schön. Dann können wir direkt mal eben den Tag zur Nacht machen. Und den mit einsammeln. Genau, das wollte ich hier eigentlich... Du kommst mir nicht, ich stehe direkt vor dir. Die Privatzimmer in den drei Besen. Das Privatzimmer von Wirtshaus drei Besen ist ein vom Hauptraum des Lokals abgetrennter Bereich. Jetzt nicht mehr. Hogwarts-Professoren wissen es zu schätzen, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch die Schüler es zu schätzen wissen, dass die Lehrer ihren eigenen Raum haben. Oh ja. Oh ja, sage ich dann nur. So, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal die Nacht zum Tag, wollte ich jetzt sagen. Den Tag zur Nacht. Du gehörst mir, Demigeis. Genau. Aber ich darf nicht klicken. Komm, steh auf. Du bist doch keine alte Frau, so wie ich. So, perfekt. Dann machen wir jetzt wieder die Nacht zum Tag. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier auch langsam wieder rausspazieren. Mit Betonung auf langsam. Ich hasse es, wenn man in Räumen langsam laufen muss. Es ist okay in speziellen Situationen, aber wenn man dann eigentlich nur noch runter will und wieder raus will, ist es ehrlich gesagt sehr, sehr nervig. So diese Slow Motion die ganze Zeit mitzuerleben. Dann gedanklich, vielleicht auch sprachlich, das Ganze zu überbrücken, bis man dann die 20 Etagen gefühlt wieder unten ist. Ja, naja, okay, wir haben es ja gleich überstanden. So, dann müssen wir jetzt geradeaus. Ich kannte mal ein Mädchen. Soll ich schon mit dem Besen fliegen? Nee, das ist relativ nah, okay. Moment. Können wir hier direkt auch mal gucken, oder war das eben das, wo wir drauf waren? Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, das ist toll. Ja, das war die Katze, die wir eben schon gestreichelt hatten. Hallo, schön, dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Wo bist denn du? Bist du das? Nee. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Hier ist es so nebelig, ich kann überhaupt gar keine Gesichter erkennen. Stufe 3. Die scheinen ja wirklich was zu verbergen zu haben. Auch Stufe 3. Na gut. Dann nicht. Dann brechen wir nirgendwo. Achso, wir sollten aber, glaube ich, hier durchgehen, oder? Ja, okay. Willkommen, Revelio. Setzen Sie, wo Sie wollen. Oh, hallo. Mit dir muss ich reden. Ja, Sekunde, ich komme sofort. Lass mich nur mal eben kurz was zu knabbern nehmen. Ich glaube, es waren irgendwie Erdnüsse oder sowas. Und den Herrn mal eben erleichtern. Oh. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir müssen den Kobold noch 24 Stunden warten lassen. Ich hoffe, der bleibt dann noch da und wartet wirklich auf uns. Nicht, dass der denkt, die kommt gar nicht mehr da raus. Das ist ja doof. Du gehörst mir, Demigeist. Komm, steh auf. So. Okay, perfekt. Ja, es tut mir leid, ich kann doch nichts dafür, dass es die nur nachts gibt. Und die laufen uns gerade so total über den Weg die ganze Zeit. Das ist doch, ne? Ist ein bisschen blöd, ich weiß, aber naja. So, jetzt aber. Ich hoffe, du sitzt noch da, Kobold. Ich habe deinen Namen vergessen. Ja, es tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert.
Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein, eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Genau. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, damit ich Ihnen einen Schritt voraus sein kann. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich ein Mensch bin. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut. Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Okay. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Aha, ich dachte, wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Jetzt will er mich hier kontrollieren, oder was? Ja gut, das sollten wir vielleicht nicht zu Fuß machen. Ich denke mal, dass der Weg ein bisschen länger sein wird. Ja, nur ein absolut bedeutungslos länger. So, mal schauen. Da ist aber auch nichts, wirklich nichts in der Nähe, ne? Na gut, dann fliegen wir da mal eben rüber, würde ich sagen. Achso, kann ich ja hier wieder nicht, ne? Ja. Dann lasst uns mal eben aus Hogsmeade rausgehen. Können wir jetzt eigentlich... Nee, wir können die Sachen immer noch nicht machen. Schade. Sah jetzt so aus, weil der Garten gerade so schön am Grünen war. Aber dürfen wir immer noch nicht. Ja, dann lauf, lauf, lauf. Irgendwo dürfen wir doch bestimmt wieder fliegen. Oder sind wir da jetzt gleich? Ja, wir sind schon zu Fuß gleich da. Ja, das ist Stufe 3. Das können wir immer noch nicht. Ach so, ja, stimmt. Das war die Gruft. Da waren wir doch schon mal. Hi. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Das stimmt. Es geht nämlich wieder die Sonne unter. Ich möchte Was nicht ist das in Grabnacht für ein Relikt, sein. Das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Also ich finde, wenn die Wirtin ihm vertrauen kann, dann oder ihm vertraut, dann denke ich, können wir ihm auch vertrauen. Und wir haben ja schon gemerkt, dass nicht alle Kobolde schlecht sind. Wo will er denn hin? Was ist denn da? Sind das Schweine? Hunde oder? Ah, sind Hunde, ja. Müssen wir zu dem Zeltlager? Oder? Wäre schön, wenn wir wenigstens laufen könnten. Lodgok. Bist du zu schwerfällig, um zu laufen? Wenn ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss, dann, wäre es einfacher. So, Mondstein ein bisschen besorgt. Ach, das sind immer nur einzelne. Ah, okay. Gut, wir können ja mal 10 bei uns im Raum der Wünsche holen. Oh. War gerade was rot? Nee. Jetzt redet der nicht mehr mit mir. Was ist denn jetzt los? Wo willst du denn hin? Soll ich schon mal mit dem Besen vorfliegen? Dann auf dich warten. Ich hasse das wirklich, wenn NPCs... Also wenn die dabei reden, ist das ja noch okay, weil dann kann man ja der Story noch so ein bisschen zuhören und so, ne? Aber
wenn dann so gar nichts passiert und man so die Hälfte der Strecke wirklich im Schneckentempo zurücklegen muss und wirklich so gar nichts gesprochen wird wie jetzt. Ich meine, gut, Kobolde sind vielleicht nicht so gesellig oder gesprächig. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber hey, dann sagt mir doch wenigstens, wo wir hin müssen, damit wir schneller dahin kommen. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Da kann ich was einsammeln. Deswegen hast du mich sicher auch hier rumgeführt. So. Revelio. Okay, aber sonst kann man schon nichts machen. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Wird mich irgendwas da drin töten? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Mm. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Na gut. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Und er geht nicht mit mir rein. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Mhm. Bitte passen Sie auf. Ja, weil du sonst deine Sachen nicht bekommst. Ich weiß. Ich denke nicht, dass er das gesagt hat, damit... Also, weil ich tatsächlich auf mich aufpassen soll. Okay. Schmetterlinge. Verschlossen. Schmetterlinge, Schmetterlinge. Ein Schmetterling, okay. Motten. Seltsam. Nein, nein, ja. Lumos. Okay, Motte, komm mit. Bei Merlins Bad, hä? Da haben wir noch was. Auch wenn es nur 14 Gold sind, die nehme ich natürlich mit. So. Sehr schön. Dass ich hier bloß nichts übersehe. Da scheinen ja doch... Oh, das sieht mir so nach Kampf aus. Hier. Zwei Motten. Okay. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Lumos. Zwei habe ich gesehen. Wo ist die dritte? Achso, hinter der Tür dann. Ah, das dachte ich mir schon fast. Wo habe ich denn den einen? Ja, da ist er doch. Okay. Revelio. Okay. Lumos. So weit, so gut. Ich schätze mal, die Inferni warten dann am Ende auf mich. Revelio.
habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Nein, bist du auch nicht. Levioso, Confringo. Sie sind wirklich hartnäckig. Aber es sieht ja schon wirklich episch aus, wenn man so kämpft, bin ich ganz ehrlich. Oh, ich liebe es. Müssen wir jetzt hier noch Feuer anzünden, oder? Können wir jetzt so da durchgehen, weil da war jetzt was mit Feuer. Das sieht mir so aus, als ob wir da noch eine Kleinigkeit zumindest mitnehmen können. So vielleicht nicht. Sagen. Das muss doch klappen. Aua. Habe ich mich jetzt erschrocken. Rebellion. So, da oben ist noch eine Truhe. Wir haben hier aber nichts zum Fliegen, ne? Komme ich doch so nicht hoch? Oh, komme ich doch hoch. Okay. Scheinbar kann die sich an Gittern hochziehen. Das ist cool. Dann würde ich sagen, das können wir tauschen. Dann machen wir das auch mal kurz. Oder auch nicht. Nee. Hä? Ach so, das Neue ist besser, aber... ja, okay. Dann habe ich es jetzt falsch interpretiert. Ich glaube aber, die anderen Sachen, die wir bekommen haben, die waren nicht besser, meine ich. So, mal schauen. Das sieht mir nicht gut aus. Revelio. Lumos. Das wieder zur Tür nehme ich an. Ja. Dann ist das noch einer. Ja. Wahrscheinlich wieder irgend so eine versteckte Tür oder sowas, wo wir hin müssen. Was ist mit dir? Hä? Ist sie jetzt hier reingegangen? Lumos. Oder habe ich jetzt beide da... Nee. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, dann ließe es sich vielleicht drehen. Ist die jetzt absichtlich da drauf geflogen? Muss ich davon eine mitnehmen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder war das jetzt ein Dritte, die jetzt hier dran war? Ich weiß es nicht. Muss ich damit interagieren? Nee, ne? Wahrscheinlich mit dem einen Zauber. Wo habe ich den denn jetzt? Ja. Hält das länger an? Okay. Lumos. Wenn ich runterfalle, lasse ich die dann auch los? Nee, dann nicht. Okay, nur wenn ich runtergehe. Das ist ja dämlich. Also wenn ich irgendwo runtergehe und die dann so kurz mal stockt oder so, dann verliere ich die immer wieder. Also auch diese Glühwürmchen. Aber wenn ich runterspringe, dann nicht. Das ist natürlich komisch. Aber okay. So. Also mal nicht runter. Okay. Das hört sich nicht gut an. Was hängt denn da?
Das wirkt instabil. Ja, ist es auch. Aber wir nehmen jetzt erstmal eben die Sachen von hier unten. Ach, da sind nur Tränke drin. Okay, Tränke sind jetzt hier gerade nicht so wichtig. So, das holen wir mal als erstes runter. Ich weiß nur gerade nicht mehr, womit wir das gemacht haben. Das war es offenbar nicht. Mit dem kommen wir. Und hinab. Der einzige Weg. Heißt das, ich soll jetzt da hinterher springen, oder? Revelio. So, die kann ich bewegen. Die Frage ist nur, wohin? Muss ich da irgendwo klettern? Klettern, klettern, klettern. Und da kam ich rein, ne? Also hier muss ich eigentlich nicht klettern. Muss ich dann hier klettern? Okay. Revelio. Oben ist... Ah, damit wir dann dahin kommen. Verstehe, aber wie kommen wir denn grundsätzlich weiter? Moment. Wo haben wir denn Wingardium Leviosa? Den haben wir jetzt ganz rausgetan, ne? Dann muss ich mal kurz... ja, den habe ich tatsächlich ganz rausgetan. Dann würde ich sagen, machen wir den hier rein. Aber nach unten und den, welcher war jetzt da drin? Der hier, ne? Den machen wir dann nach links. So. So, gehen wir da auch nochmal eben hoch. Ein Teleskop, sehr schön. Frage ist jetzt nur, kann man das hier aufsprengen? Anscheinend nicht. Okay. Ja, muss ich jetzt da durchspringen oder... Ich hoffe, dass ich da nicht kaputt gehe. Revelio. Da ist ein Schloss auf der anderen Seite. Wir probieren das mal eben. Von der anderen Seite verschlossen. Aber wie komme ich da hin auf die andere Seite? Das ist die Frage. Hier komme ich nur wieder zurück. Und da ist auch laut der Karte keine Verbindung. Ich traue mich ehrlich gesagt jetzt nicht darunter zu springen, weil da ja auch steht, dass ich auf die andere Seite muss. Aber sie hat ja gesagt, der einzige Weg, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Oh Gott. Okay. Wir müssen auf der anderen Seite weiter, aber vielleicht ist hier ja noch irgendwo was. Wobei wir anscheinend dann im gleichen auskommen, so wie es aussieht. Moment. Ah, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Ja, toll. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder runter und dann durchs Wasser. Weil da ging es nämlich ebenbürtig weiter. Nee, das können wir nicht wegmachen. Ich dachte gerade schon. Ich weiß, ich soll nicht denken. Oh Gott. Aber es ist schön hell, weil hier nicht... Da war doch gerade noch was. Meine ich doch. Umhang des Gärtners. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Kampfszene kommt. Der war nämlich besser als meiner, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch wenn das Ding vom Gärtner war, keine Ahnung. Egal.
Meine Stimme macht auch schon langsam nicht mehr mit. Ich weiß, ich muss nach dieser Folge auf jeden Fall ins Bett gehen. Okay. Ich wusste es. Plegioso, Campringo. Okay, das waren alle, glaube ich. Ich habe jetzt ganz viele Hauche der Toten. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass die Folge so unendlich lange geht. Ich kann nichts dafür. So, das ist wieder so eine Motte. Komm mit. Hier müssen wir wieder irgendwas in Gang setzen. Wo ist der jetzt drin? Ja, lauf bloß nicht. Ey, wenn ihr da 3 Stunden braucht, um da erstmal hochzuhangeln, können wir erst noch was hier unten machen oder war's das? Achso, hier ist noch. Moment, muss ich die mitnehmen? Wir haben oben noch 2. Wo muss die Motte denn hin? Da bin ich reingekommen. Da habe ich die eine rausgeholt. Die muss wahrscheinlich mit nach oben, oder? Ja, da oben müssen 3 hin. Wie soll ich das denn machen? Lumos. Komm mal mit. Ach so, doch, Moment. Ich weiß wie. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich die dann so mitkriege, aber... Ich weiß, wie ich das mache. Das Problem ist nur... Hallo? Ja, bloß nicht da hochgehen. Kein Thema. Was macht die denn? Die kommt da gar nicht hoch? Wenn der noch das oben wird ist. Noch komplizierter. Nee, das ist nicht kompliziert. Das Problem ist, wenn der oben ist, kommt die schon nicht mehr da dran. Das ist doch nicht normal. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ja, die Kisten, aber. ja, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ist die Motte jetzt wieder... Die Motte ist jetzt wieder beim Anfang. Aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nur mit der Motte da hochkomme, oder? Weil... Ich muss ja den anderen Zauber machen. Dann muss ich die ja automatisch loslassen.
Also ich würde sagen, ich probiere das noch ein paar Mal, weil die Folge jetzt eh schon so lange ist. Und dann hoffe ich, dass ich euch dazu schneiden kann, wenn ich es denn endlich geschafft habe. Weil das kann doch irgendwie nicht sein. Ich muss doch auch so da hochkommen. Moment. Okay, also die Dinger kann man anscheinend noch nicht kaputt machen. Revelio. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Muss ich das einfrieren vielleicht? Ich habe doch diesen Einfrierzauber. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah. Wenn ich jetzt, doch, da oben. Wenn ich den jetzt mit da rein tue. Und ausnahmsweise vorerst den, das war jetzt das Falsche, den da drauf tue. So. Das Problem ist, ich kann die Schmetterlinge ja nicht mehr. Vor allem die Schmetterlinge, die müssen ja zur anderen Seite. Schaffe ich das, den vorher zu holen? Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Ja. Das muss es sein. So viel, so weit war ich auch schon. Lumos. Das schaffe ich doch niemals in der Zeit. Ja, der ist ja jetzt schon aufgetaut, ne? Aber kann ich das vielleicht einfrieren? Weil das ist gerade hochgegangen. Lumos. So, da ist jetzt eine rausgekommen. Aber bringt mir das irgendwas? Nee, das war die von hier, ne? Also das Ding kann ich nicht einfrieren und... Das Ding kann ich einfrieren, aber es bringt mir nichts. Nee, es bringt mir absolut nichts, wenn ich das Ding einfriere. Also, ich schätze wirklich... Oh, oh, Moment, da kann man... Hä? Nein, oder? Und damit herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe eine Lösung gefunden. Ich stehe am besten mal was hinten, weil die geht ja mal so weit nach vorne. Oh, ehrlich jetzt. Da hinten war aber noch eine Kiste, ne? Bevor ich das mache, gucke ich dann auch mal, weil ich meine, da hatte der mir... Das, genau, eine Kiste hatte der mir angezeigt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hatte der mir doch hier hinter der Tür angezeigt. Kommt das denn so aus, ne? Schade. Jetzt hätten wir hier so schön hochlaufen können. Die Frage ist das jetzt... weit, so weit, dass wir da drüber springen können, oder? Ich weiß es nicht. Oder muss ich das vorher eventuell... Lumos. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Ich weiß es aber auch nicht, ob wir da, da drüber springen können. Jetzt bleib bloß bei mir. Hau nicht wieder ab. Das kann doch nicht sein. Oh, mein Gott. So, wo war jetzt die andere? Die war... Nein, oder? Ich habe da gerade so einen Gedanken. Moment. Die geht doch auch hoch. Würde das ausreichen? Dann war ich gar nicht so schlecht. Mit dem, was ich am Anfang gemacht habe, auch wenn ich so eigentlich gar nicht gedacht hatte. So, das einmal. Aber hier war doch... War hier noch einer? Nee, ne? Von da hatte ich die genommen, von da... Oder ist da oben noch was, wenn man da durchläuft? Das kann natürlich sein.
sag mir bitte, dass das so gut nicht denke. Lumos. Wo kommt die denn gerade her? Moment. Das war jetzt aber nicht die? Nee, das war nicht die. Nicht die von da unten. Ach, hier oben drin war noch eine. Ja, das ist ja geil. Ja, auch nicht schlecht. Dann machen wir es halt so. Dann erübrigt sich auch die Frage, wo die andere ist. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Sehr schön. Oh mein Gott. Da habe ich jetzt zugegeben. Ah, ne, hier ist der Eingang dann, oder? Da habe ich jetzt zugegebenermaßen sehr, sehr lange dran gesessen. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, was das heißt. Ob die gleich zum Leben wieder erweckt wird? Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Ja. Das sollte ich Lodgok zeigen. Okay. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Ach da. Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Gut, ich gehe. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ja, ich wollte eigentlich gerade meine Zaubersprüche wechseln. Unerträglich ist auch, dass die Quest jetzt hier nochmal weitergeht, weil ich dachte eigentlich, die ist jetzt endlich zu Ende. Und schon wieder nicht. Weil wir haben doch keine Zeit. Die Erschwinderinnen. Potato. Oh. Das wirst du noch rein. Oh, Scheiße. Was? Ist Treadwell wieder in der Nähe? Incendio! Wie stark sind die bitte? Und nicht herum wie ein Zwilling. Elioso, Contringo. Incendio. Hast du getan? Elioso. Expulso. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Warum nicht? Ja, ist ja gut. Okay. Ja, ich habe Trollpopel. Ich glaube, ich habe mich noch nie so darüber gefreut, dass ich Trollpopel habe. Ja. Das heißt, die Aufgabe müssen wir dann quasi auch nicht mehr machen. Oder zumindest den Teil der Aufgabe müssen wir nicht mehr machen. Sammeln. Moment, war hier noch irgendwas? Nee, ne? Da, doch, da lag gerade noch was. Da war noch was, genau. Können wir das mitnehmen noch? Ja. Mein 2 Gold, immerhin. Das sind anscheinend nur Tränke hier. Hole den Helm von den Dieben zurück. Die sind anscheinend alle zu mir jetzt rübergelaufen. Das ist es.
Oh. Nicht gut. Das ist für Rookwood! Ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde. Du hast doch Trample frei. Nein! Das sollte. Oder war das die? Nein, sie hat's auf dem Falschen gemacht. Wird für mich fahren. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Und Fische. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Hallo? Warum hat ihr Fische dabei? Das war das, was ich eben schon nicht einsammeln konnte, ne? Okay. Hier war doch gerade noch irgendwas. Genau, da war noch ein Beutel. Vielleicht können wir da noch irgendwas mitnehmen. Ein Beutel, den wir nicht amüsieren können. Ja, das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gehabt. Na gut, ist dann halt so. Ist ein bisschen doof, aber gut, ist so. Da oben ist auch nochmal ein Rätsel. Da wollten wir nicht hin. Aber die würde ich gerne noch mitnehmen. So. Jetzt aber auf. Zurück zum Kobold. Das muss ich Sebastian erzählen. Ja, vielleicht hilft mir Sebastian. Das wäre natürlich geil. Vielleicht zeigt ihr mir dann einen neuen unverzeihlichen Fluch. Also beziehungsweise schwer einen zu sagen, unverzeihlichen was Fluch. Mich da drin erwartet. Wie schwer zu sagen. Wir waren doch eben da drin. Hallo? Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Hm, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Kein Ding. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Achso, ich dachte, du schnippst jetzt und dann ist er weg oder so. Ja! Es hat sehr, sehr lang gedauert, aber ich denke, ich werde das in einer Folge zusammenlassen. Vielleicht ein bisschen schneiden, wenn es an den einzelnen Szenen zu lange dauert. Ich schwebe hier gerade in der Luft rum. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den 3 Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ja, klar. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe Dean gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Es wäre schöner, wenn man die so nach und nach kriegen würde und nicht immer alle gleichzeitig bekommen würde. Aber wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, also das mit Sebastian muss ich unbedingt auch machen. Dirk will mir zeigen, wie ich den Schnappsack magische Tierwesen mit dem Schnappsack magische Tierwesen retten kann. Oh mein Gott, ich kann auch nicht mehr lesen. Belohnung, Zauberanweisung für Beschwörung. Zauberanweisung für Beschwörung. Oh, sag mir bitte, dass wir dann selber, also dass wir die dann für uns quasi sammeln können. Oh, das wäre so geil, das wäre so geil. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine viel zu lange Folge. Ich denke, ich werde wohl ein bisschen was geschnitten haben, aber alles in allem natürlich die Story komplett gelassen haben für alle, die vielleicht selber nach einer Lösung suchen und nicht weiterkommen. Und ja, ich kann mich nur bedanken fürs Zuschauen. Bin jetzt gerade mega aufgeregt, mega sauer, dass ich jetzt ins Bett muss und nicht weiterspielen kann. Und ja, freue mich total darauf, euch in der nächsten Folge wieder zu sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.